Der 20-Jährige zieht schon zum zweiten Mal von der blauen Linie ab, Dennis Endras hat aber wenig Mühe. Vielmehr gibt es von den Offensivbemühungen der Eisbären in den vergangenen Minuten bedauerlicherweise nicht zu berichten. Anders sieht es auf der Gegenseite aus, wo die Gäste Polen zu zwei weiteren guten Paraden zwingen. Die Mannheimer sind bisher das eindeutig gefährlichere Team. GAMLBEI. Erspielt Judach MIT Nem Pink Verbenen Schlager. Die Jungs haben sich heute noch gegen den Einsatz der pinken Handschuhe entschieden, weil sie erst einmal damit trainieren konnten. Eisbären Berlin on Twitter @eisbären_b.https://twitter.com/eisbären. Die Status 1.048.948.839.800.029.184. Gutes Powerplay der Mannheimer, das ist jetzt sehr ansehnlich, was die Gäste in Überzahl spielen. Ein Tor springt aber erneut nicht dabei heraus, auch weil Chad Kolarik nur das Außennetz trifft. Wir waren im ersten Drittel immer einen Schritt zu spät. Dann haben wir viel außenrum gespielt und zu wenige Chancen kreiert. Unser Vorratseck hat heute nicht funktioniert, Yannick Seidenberg nach der heutigen 2:4 Heimniederlage von RB München gegen Ingolstadt erste Werbepause und wieder Unterzahl in den Minuten zuvor waren die Gäste das flinkere und gefährlichere Team. Die Eisbären haben etwas Glück, dass sie noch nicht in Rückstand liegen. Nach der Unterbrechung geht es dann in Unterzahl weiter, James Shepard muss wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank. Polen rettet gegen Wolf, die Gäste kombinieren zielstrebig durchs Berliner Drittel, Wolf läuft mit Schwung aufs Tor zu, kann Polen aber nicht überwinden. Dupont ist wieder da, auch die Mannheimer wissen mit ihrer Überzahl nichts anzufangen. Dupont muss 2 Minuten aussetzen, jetzt dürfen die Gäste also auch ihr Überzahlspiel vorführen. Mannheim komplett das Powerplay der Eisbären, beginnt vielversprechend, verliert dann aber schnell an Schwung. Nicht ist's mit der frühen Führung. Powerplay nach 46 Sekunden, Mannheims Cody Lampe sitzt früh für 2 Minuten draußen. W. Hahnen im Mittelpunkt, Riesenjubel für den Ehrengast heute zu Besuch, Petri W. Hahn. Da muss einiges passieren, damit die Fankurve heute noch einmal so laut wird. Es ist angerichtet und verkennbar, es ist wieder Zeit für Pink im Ring. Wie schnell ein Jahr vergeht. Beim Personal hat sich gegenüber Freitag erwartungsgemäß nichts geändert. Und wir hoffen mal, dass der Kette mal wieder voll dabei ist und dann noch mit solchen Mitspielern. Stark, ein Traumpass mit der ersten Puckberührung, ein Einsatz in der ersten Reihe und ein Sieg nach Verlängerung, besser hätte das NHL-Debüt von Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahan kaum laufen können. Der Olympia-Silbermedaillengewinner siegte mit den Chicago Blackhawks am Donnerstag Ortszeit bei den Ottawa Senators nach Verlängerung mit 4:3 und startete damit glänzend in seine erste Saison in Nordamerika. Kahan, Mike Bild, Reuters zum 9. Mal bekennen die Eisbären. B im Oktober Farbe und machen mit den Farben Lavendel und Pink auf die türkische Krankheit Krebs aufmerksam und unterstützten 4 Berliner Organisationen. https://t.co/wda-tacucox2. Hier mal zur Einstimmung auf Sonntag der Bericht aus der Rhein-Neckar-Zeitung am 6. Oktober 1998 verstarb Stefane Morin von den Capitals und ein paar Tage später gab es im Valley das traurigste Berliner Derby der Geschichte.